Ich bin Ermittlerin vom Büro des Staatsanwalts. Du lügst, tust Menschen weh, dann gehst du unter. Haben Sie jemals eine so große Firma verklagt wie Purdue? Sackler! Das gesamte menschliche Verhalten basiert im Grunde auf zwei Dingen. Die Flucht vor dem Schmerz hin zur Freude. Schmerz, Freude, Schmerz, Freude. Und wenn wir uns da platzieren, genau dort, zwischen Schmerz und Freude, werden wir keine Geldsorgen mehr haben, nie wieder. Schmerz ist längst nichts mehr, was wir hinnehmen müssen. Wir haben eine Antwort. Wie kann etwas, das legal verschrieben wird, so viele Menschen umbringen? Sagen Sie mir bitte, welche Begriffe assoziieren Sie mit Oxycodon? Oxy was? Oxy-Särke. Entschuldigung, bitte. Das gehört doch nicht ins Protokoll. Gegen uns wird ermittelt, Schätzchen. Können Sie mir sagen, was Sie alles über Oxycontin wissen? Mögen Sie Horrorfilme? Sie überzeugen die Ärzte davon, die Schmerzen ernst zu nehmen. Oxycontin. Man fängt damit an und bleibt dabei. Je mehr Sie verschreiben, umso mehr helfen Sie. Es ist das meistverkaufte Opioid landesweit. Dieses Medikament drängt sich in jeden Bereich unserer Gemeinde. Sie sind hier das süßeste Oxycontin-Häschen mit Abstand. Wenn sie wirkt? Das tut sie offensichtlich. Dann erhöhen wir die Dosis. Setzen wir sie rauf auf 40 Milligramm. Es tötet nicht nur Menschen. Es zerstört auch die Familien und Freunde. Sie sind eine Drogendealerin mit Pferdeschwanz. Sie haben ihren Wagen mit dem Tod einer 16-Jährigen bezahlt. Die tun genau das Gleiche, was jeder Crack-Dealer in Amerika tut. Nur, dass sie dafür belohnt werden. Er ist tablettensüchtig und hat Schmerzen. Und es ist deine Schuld. Die wissen, dass sie Leute umbringt. Richard Sackler? Hallo? Sie sind... So viel zu verdienen ist echt beeindruckend. Dankeschön. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, überfahre ich Sie einfach und zerquetsche Ihren Schädel. Und dann geben Sie mir Oxycontin, um es wieder zu richten?